Zombie Apocalypse. Guten Morgen, meine Leute. Ja, ihr seht, ich sitze zu Hause. Ja, so wie immer mal. Ja, was geht heute ab? Wir werden heute auf Tour gehen. Ja, das werden wir. Und ja, mal schauen, was wir heute so Schönes entdecken. Und ja, das ist, was ich euch sagen will. Wir sehen uns später wieder. Ich werde jetzt erstmal frühstücken, mich fertig machen, meine Haare vernünftig machen, weil ich bin frisch aus dem Bett, deswegen sehen die Haare auch noch Katastrophe aus. Und ja, bin auch noch im Schlafanzug an, wie ihr seht. Aber wir sehen uns später wieder. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Samstag. Und denkt dran, heute noch einzukaufen, weil Sonntag, Montag kann man das nicht. Also Leute, schönen Tag noch schönes Feiertage, schöne Ostern euch. Wir sehen uns gleich wieder. Er hat doch irgendwann. Meine Leute, ja, wir sind hier unterwegs auf der A27 unterwegs. Wir wollen heute einfach mal nach Bremen fahren, da wo auch die YouTuber Stefan und John wohnen. Ja, Leute, mal schauen, die Sonne scheint, wie ihr seht, habt ihr ja schon gesehen, ja, dass ich, ja, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen langsamer werden, hier mal kurz überholen. Und ja, hier ist Walsrode, ja, da kennen wir auch Leute, die eine Tankstelle besitzen. Ja gut, und ja, die sind aber heute nicht da, die sind auch zu Hause, die haben ja auch schon geschrieben und den antworten wir nachher, wenn ich dann nicht mehr Auto fahre. Ja, hinter meiner Kamera ist natürlich mein Kind, die ist mit an Start und wir wollen heute mal Bremen halt heute mal so ein bisschen, ja, nicht unsicher machen, sondern uns einfach mal angucken. Ich war da glaube ich schon als Kind, ja. Ich kann mich aber jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern. Mein Kind war da noch nie, das weiß ich auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch, zeig mal bitte das Schild, ungefähr 64 Kilometer zu fahren nach Bremen. Ne, wir wollen natürlich gucken, dass wir zu Stefans Schlachte kommen. Also ich habe es mir auf Google gestern Abend schon angeschaut. Und ja, hier ist natürlich Walsrode Westausfahrt gesperrt. Kommt vor, es gibt genug Baustellen heutzutage. Ich sehe es ja bei Quer durch Deutschland auch. Und ja, Leute, wir werden uns dann mal wieder später melden.
Nee. Das nicht. Das kannst du nur draußen essen. Ja, natürlich kann man reingehen bestellen. Am Automaten wahrscheinlich und dann holst du es ab und dann kannst du draußen essen. Ha? Was? Nee, ich bin nicht sauer. Die süß-sauer Geschirr. Achso. Schöpfe, jetzt ist es sauer. Sagst du bestellen? Ja. Damals das, das war damals in der Werbung von der Becks-Werbung. Sorry für unbezahlte Werbung. Da war das früher. Das ist aber kein Piratenschiff. Das Grüne ist, was man für Becks Werbung gemacht hat. Mit den grünen Segeln runter. Ist das dein nächstes Schiff? Das ist auch ein Segelschiff. Ist das ein Piratenschiff? Nein, auch nicht. Sieht so aus, aber ist es nicht. Es gibt kein Piratenschiff mehr heutzutage. Ja. Nur noch. Tja, da musst du tauchen können. Hi, meine Leute. Ja, wir sind hier in Bremen. Wie ihr seht. Und hier geht's. Und. Ja, wir gucken uns gerade Bremen an, habt ihr ja schon mitgekriegt, in Vorsequenzen, und dann schauen wir uns mal ein bisschen die Schiffe jetzt an. Ja, das ist so eine Hafenrundfahrt, steht ja auch dran, nur leider nicht in der Corona-Zeit. Ja, und da sind welche mit dem Kanu unterwegs. Ja. Nee. Das kann nicht weg, weil es festgeleint ist, genau. Geankert. Hat mir nicht weh. Keine Angst, sind nicht drauf. Wenn irgendwie im Weg steht. Ah, alles gut. Er wollte nur nicht im Weg stehen, ist ja auch okay. Aus dem Gulli. Ja, da kommt das her. Hörst du es? Da ist eine Box drin. Ist nichts Schlimmes.
Leonie, ich will mir Bremen auch angucken. Ich will nicht noch rumlaufen. Mal angucken. Na, hier kannst du nur auf den Plan gucken, richtig. Nicht anfassen, nicht anfassen. Platsch, das Handy im Wasser. Oh nein, Leute. Ins Wasser gefallen. Nee, habt ihr Glück gehabt, doch nicht. Ja, Leute, wir sind hier in Bremen, wie ihr ja wisst. Und sind jetzt schon wieder auf dem Weg zum Traktor. Das steht da hinten. Ja, das kann ich euch ruhig zeigen. Das ist ja mal ein Traktor. Also, das steht da hinten. Na, und ja, wir sind jetzt durch Bremen so ein bisschen durchgeschafft. Durch die Altstadt, sage ich jetzt mal. Und ja, jetzt ist er direkt zum Auto. Auch wenn wir Stefan und John und Simone nicht angetroffen haben, weil sie keine Zeit hatten, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Aber dafür grüße ich euch jetzt hier nochmal übers Video. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Osterfeiertage. Und es war bei mir spontan, aber vielleicht gibt es irgendein Wochenende, wo wir uns dann doch nochmal treffen. Ne? Schreibt es ruhig unten in die Kommentare. Ne? Vielleicht auch mal, wenn Corona sich beruhigt hat, vielleicht auch dazwischendurch, man weiß es nicht. Also meldet euch, wir fanden uns hier mega in Bremen. Es ist eine schöne Stadt, ne? Aber ja, wir werden auch wiederkommen und sie weiter anschauen und erforschen. Ja, also macht's gut, Leute, wir sehen uns und ich bin damit hier erstmal raus mit dem privaten Vlog. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Ja, Leute, und jetzt sitzen wir hier noch im Auto. Ich warte eigentlich, dass mein Kind noch Eis hier fertig hat. Und ja, dann wollte ich euch noch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like bitte da. Und würde mich auch freuen, wenn ihr mich weiterverfolgen würdet. Also setzt die Glocke bitte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Entweder im Privatvlog oder wieder quer durch Deutschland. Ich wünsche euch was. Macht's gut und tschüss.